Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Let's Play Hearthstone mit dem guten Chris und mit Tis. Ja, super. Ja, wir spielen Hearthstone gerade in der Closed Beta. Genau, und ich bin auch gerade noch bei meiner Karte auswählen. Ja, wir haben beide schon ganz wenig Erfahrung darin. Also ich habe gerade den Übungsmodus beendet. Und ja, bei mir sieht es genau gleich aus. Ich habe bisher ein Match gegen einen Spieler gemacht, aber sonst noch gar nichts. Und jetzt lass uns doch mal schauen, wer von uns beiden der Bessere ist. Der tapfere Paladin oder der hinterlistige Schurke? Schurkin, bitte. Schurkin. Ja, genau. Ich spiele einfach gern mit Frauen. Ist verständlich, oder? Ja. Ja, gut. Ich habe gleich mal eine Abwehr hingesetzt. Mal gucken, was du dagegen machen möchtest. Finde ich ja jetzt nicht so schön. Aber das macht ja gar nichts. Ja, okay. Ich bin noch nicht fertig. Ach, es geht noch weiter, jetzt. Ja, ja. Jetzt bin ich fertig. Der Schurke hat mich im Übungsmodus aus so dermaßen genervt mit allen Klassen. Ganz schlimm. Na, ich hab mir noch gar nicht gemacht, von daher. Du wirst dich freuen. Ja gut, viel machen kann ich auch gerade nicht, außer. Ja. Meine Fähigkeit einsetzen. Hey! Ein kleiner Mob. Ja. Ding. Macht mir nichts aus. Wird konsequent ignoriert, dein Monster. Ja, da krieg ich schon ganz schön was ab. Aber was du kannst, kann ich schon lange. Und was ich auch kann, ist mir Leben geben. Ja, gut. Das kann er, der Paladin. Ja, ja, jetzt greife ich dich an. So. Und schon bin ich in Führung. Um einen ganzen Punkt, oh mein Gott. Ja. Der eine Punkt wird's rausreißen. Sicher? Mhm. Sehr sicher. Ah, okay. Das Deck meines Schurken ist eigentlich nur auf Schaden machen ausgerichtet. Deine Monster vernichten und Schaden machen. Aber jetzt musst du mal mein Monster angreifen. So. Das finde ich aber gar nicht mal so gut. Was habe ich denn noch so auf der Hand? Das Schöne ist, jetzt gebe ich dem mein Gottesschild. Jetzt darfst du ihn ruhig angreifen. Wenn du wüsstest, was ich noch auf der Hand habe, du würdest dich freuen. Naja, warten wir ab, bis ich dich 6 Mana hab. Dann geht's richtig los. Und tschüss. Okay, Mist. Vor allen Dingen bei mir ist fast voll verbuggt. Die umgedrehte Karte wird immer noch auf dem Spielfeld angezeigt. Ne, den Bug hat's bei mir nicht, also bei mir ist ganz normal. Hat jemand den Arzt gerufen? So, den machen wir mal kaputt hier. Egal, ob ich da selbst drauf gehe. Ja. Ach Mist, ich hätte das selbst eingreifen können. Naja. Ja, ich hab schon gedacht, was macht er denn, aber. Ich wollte dann auch nicht reinreden. Ja. Bisschen zu vor eigentlich. Jetzt lege ich ihn aber nochmal raus. Oh, jetzt ist der Wache weg. Oh, schön. Und jetzt lege ich eine Wache raus. Melde mich zum Dienst. Was von? Für die Gerechtigkeit. Und greift dich noch an. Das war's. Rechter Junge. Einmal so anzugreifen. Weißt du was? Das kann ich nochmal. Ja, nochmal weg. Ah, also ich sehe jetzt der Bug nicht da, das ist doch schön. Ich sehe schon, komm, dein ganzes Deck besteht aus Karten, um mich fertig zu machen. Um ja. Meine... Wie gesagt, das Deck ist nur da, um dir Schaden zu machen.
Na gut, dann probieren wir es halt noch einmal. Aber diesmal etwas Stärkeres. Hey, kenn ich schon. Und, na gut, mehr kann ich leider nichts machen. Na gut, dein kleiner Freund da wird uns auch nicht lange beehren. Oh. Da kommt das gibt's doch nicht. Jetzt weiß ich, was du meinst mit der Schurke hat dich genervt. Ja. Bislang ist das die schlimmste Klasse von allen. Jetzt darf mein Affe mal wieder in Aktion treten. Dein guter alter Affe. Ja, mein guter alter Affe. Aber nicht allein natürlich. Oh. Und was mache ich jetzt noch? Ich setze nochmal einen kleinen Wächter hin. In den Kampf. Aber natürlich nicht ohne dir noch einen reinzudrücken. Mindestens einer. Mindestens einer. Dann mache ich mal diesen hier. Machen wir einen auf diesen hier. Und dann erstellen Krüllerblatt. Ah, und dann sieht es ganz arg schön schlecht aus für mich. Ganz arg schön. Ja, okay, da muss ich mich geschlagen geben. Da hast du knapp gewonnen. Ganz knapp. Ja. Wahres Beiter. Ja, mit dem Schurken ist halt echt, der ist ein bisschen dolle krass. Aber wir haben ja gesagt, best of three, von daher habe ich ja noch zwei Chancen. Genau. Du findest dich immer noch in einem Duell. Sehr komisch. Ich mich? Der steht auf meiner Ding. Ah, okay. Ich musste erst zurückgehen. Jetzt müsste es gehen. Wieder aufs Spiel gehen. So. Ja, und diesmal werde ich auch mein meistgespielte Deck nehmen von meinem Magier. Dein Magier, okay. Mhm. Ich nehme meinen Krieger. Oder? Ah, ich glaube, mein Krieger ist ganz gut. Und wir laden das schon in einem Video hoch, oder? Ja, würde ich sagen. Also ich kann Überlänge hochladen. Jo, ich auch. Ihr habt es so gewollt. Oh, ganz tolle Karten auf der Hand. Zwei davon kann ich erst in 7 Zügen spielen. Ich kann 3 davon in 5 Zügen spielen. Aber ich kann ja zum Glück wechseln. Ja, das ist echt eine nützliche Sache, dass man da am Anfang wechseln kann. Ich hoffe, das bringt mir auch was. Ja, okay, nicht besser, aber... Ich kann wenigstens was spielen. Das ist super. Das war's. So, mal gucken. Jetzt. Aber das ist dumm. Deswegen mache ich das hier. Jetzt geht's zur Verpackung. Oh, okay. Er legt's aber gleich richtig los. Ja, Krieger können auch ziemlich brutal sein. Aber nicht so nervig wie Schurken. Kann leider gar nichts rauslegen. Dann greife ich dich halt an. Mein Gott. Ein Schaden. 3 ist der Schaden, bitte. 3. Okay. Dann mach ich das hier. Mehr geht im Moment auch nicht. Ach, du kannst die Rüstung geben. Das ist natürlich auch geschickt. Der Druide kann sich ja eine Rüstung und einen Angriff geben pro Zug. Echt? Okay. Ja. Das ist auch nicht schlecht. Ja gut, aber ich kann echt nicht viel machen gerade. Außer dich weiterhin anzugreifen. Um mir diesmal wirklich nur einen Schaden reinzudrücken. Ja. Na gut, jetzt sind wir gleich auf. So. Jetzt habe ich dich wieder eingeholt. Das ging doch schnell. Aber dabei belassen wir es noch nicht. Und in der nächsten Runde kann ich dann mal richtig schön auf die Kacke holen. Um das zu verhindern, setze ich hier mal meinen... Was ist das überhaupt? Den kenne ich schon. Langweilig.
Ja, aber der ist immer noch gut. Ah, und jetzt? Ja. Angreifen. Das ist schon mal eine gute Idee, ja. Oh. Gibt es eigentlich eine maximale Anzahl an Karten? Weißt du das? 30 Karten darfst du in einem Deck haben. Nee, ich meine auf der Hand jetzt, also im Spiel. Ja, nicht, nee, ich bin keine aufgefallen. Okay. Das ist natürlich ein bisschen, Joa. Spielen wir es einfach mal. Oh. Das geht auf jeden Fall. Ach, fuck, ich hätte noch einen verlassen sollen. Ah, scheiß drauf. Krieg ich ein bisschen Schaden, aber mach mal. Ich wollte gerade sagen, du hättest dir ein Schild geben können. Nee, ich hatte nicht mehr genug Mana-Kristalle dafür. Ah, okay. Den. Naja, was wird? Gut, was mache ich denn jetzt? Das ist eine gute Frage. Ja, oh, der Dicke. Ja, der Dicke. Der ist mit Spott auch richtig gut. Gibt's denn einen Spott? Es gibt Zauberkarten, die einem Spott verleihen. Ah, okay. Dann geht der Dicke richtig ab. So, ich mache mal hier. Einmal so. Einmal so. Da kann er nicht angreifen. Na gut, greife ich über deinen Kopf hinaus an. Oh je. Was haben wir denn da? Und diesmal ist es schon etwas spannender. Ja, diesmal sind wir näher beieinander. Weil wie gesagt, der Schurke ist echt. Den sollten sie mal ein bisschen balancen. Ja, es kommt bestimmt noch. Auch. So, dann mache ich die auch ein bisschen Schaden. Dann ziehen wir wieder gleich auf. Das ist auch schön. Oh, jetzt, ich bräuchte einen Mana-Kristall mehr. Da musst du wohl noch warten. Kennst du ja. Ich frage mich. Mach das hier. Die Wahrheit ist mein Schild. Den kennst du ja. Noch nicht, nee. Naja, den Götterschild. Achso, ja, den kenne ich. Aber. Der Schaden einfach mal konsequent ignoriert. Da hast du dich, glaube ich, zu früh gefreut. Was? Das ist ja unfassbar. Ich fand das Ding einfach ein Schaf. Alter. Aber das war noch nicht alles. Jetzt zerstöre ich deine beiden Dinger auf einmal. Das finde ich nicht korrekt. Verspotte dich noch und greife dich dann an. Boah. Jetzt gibt's eine Packung aufs Haus. Naja, jetzt hat sich's Blatt gewendet. Ja. Ein klein wenig. Ich könnte jetzt. Das bringt mir alles nichts. Das ist toll. Aber ich würde jetzt was machen, weil sonst wird's nächste Runde echt eng für dich. Ein Schuss, ein. Viel mehr blieb mir da nicht übrig. Die Tore sind geöffnet. Gut, ich leg noch ein bisschen was raus. Und dann würde ich sagen, los geht's. Okay, reicht auf jeden Fall nicht, um mich zu töten. Leider nicht. Also eine Chance hast du noch. Okay, das ist gut. So, jetzt kann ich auf jeden Fall vorher eigentlich nur den wegmachen. Und tschüss. Gebe ich mir selbst mal ein bisschen Rüstung. Du hättest jetzt auch mal einen anderen Spotthelden töten können. Ja. Das ist mir gerade.
Ey, manchmal bin ich doch so schlau, ne? Wenn man wieder sitzt und mir beeindruckt. Weil ich möchte jetzt ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber... Aber du tust es trotzdem. Ich glaube, es war's jetzt für dich. Ja, sieht fast so aus. Jetzt, wer soll den Abschluss machen? Wen hättest du lieber? Machst du mit 5 aus wieder. Aber voll durchziehen. Okay. Ja gut, das war der Ausgleich. Jetzt steht's 1-1. Jetzt kommt quasi das Elfmeterschießen. Richtig. Und dazu nehme ich mein vom Computer erstelltes Deck und hoffe, dass das mir irgendwie Glück bringt. Ich denke, ich nehme meine Lieblingsklasse, oder? Ach nee, nehmen wir den. Mal gucken, was es wird. Ja, jetzt, bei mir wird's auch spannend. Echt? Ja, okay. Aber ich nehme an, du hast dein Deck selber zusammengestellt. Ja. Oder ich habe es mir zusammenstellen lassen. Von daher. Dann sehen wir jetzt, wer besser Karten aussuchen kann, der Computer oder ich. Richtig. Hey. Mehr als das kann ich leider gerade nicht machen. Ja, und das war's auch schon. Ich will da überlegen, was ich mache. Ach komm. Immer gleich drauf. Ja. Immer drauf auf die Mütze. Aber Jäger ist eigentlich viel besser als Magier, weil die machen im Gegensatz zu den Magiern gleich 2 Schaden mit ihren. Ja, stimmt. Ich sehe es auch gerade. Dann frage ich mich, warum Magier nur 1 Schaden machen. Das sollten sie vielleicht mal ändern. So. Na, haben sie sich nur nicht so viel dabei gedacht. Nö, nicht so richtig. Aber wie gesagt, ist ja eine Closed Beta, von daher. Ja, ist es ja noch zu verkraften. Da kommt noch einiges. Geladen und entsichert. Was lege ich denn jetzt raus? Und der Schurke im Übenmodus ist halt voll mit so Schützenkarten, also die direkt, wenn sie da sind, gleich Schaden machen können. Okay. Mit ihrer Spezialfertigkeit. Aber das ist halt so nervig. Ja, stimmt. Was beim Jäger meinst du jetzt, oder wen meinst du? Schurken? Nee, Schurken. Aber okay. Im Übenmodus. Ja. So das kommt auch noch auf mich zu. Ich muss ihn ja auch noch besiegen. Ja, viel Spaß würde ich das jetzt nicht unbedingt nennen. Mache ich jetzt, wenn ich das dann... Ach komm. Ich geh mal weg hier. Zack. Du mit deinen Zwergen. Ja! Zwerge sind super. Nehmen wir ja auch im Hobbit-Seed. Gut. Dann, was mache ich denn jetzt? Ist doch schön, dass auf der linken Seite die ganzen Aktionen nochmal angezeigt werden. Ja, stimmt. Ja gut, was doch, mach ich mal. Ja, auch wenn ich gerade keine Wildtiere draußen hab. Ja, das war eine ganz super Idee. Aber ich kann dich trotzdem angreifen. Das ist schön. Da freut man sich doch immer. So, da kann ich mal einen auf diesen hier. Ich kann eine Karte ziehen. Und. Ich greife dich direkt an. Sollte mir was einfallen lassen. Nee, bis jetzt ist noch ganz recht ausgeglichen. Wenn du mich jetzt mit deinen beiden Karten nochmal angreifst, dann
Bin ich wenn, sogar im Nachteil. Vielleicht bin ich ja nett und lass es. Genau. Ja, ja. Ja, doch. Drückst mir gleich noch einen dazu rein. Richtig. Nur angreifen wäre ja langweilig. Gut. Dann wollen wir doch mal sehen, was wir da machen können. Oh, schön. Oh, das Bärchen. Ja. Armer Bär. So, was können wir denn jetzt mal wegräumen hier? Ach, ich drückte einfach direkt Schaden rein. Ja. Was du aber kannst, weißt du ja, kann ich schon lange. Und ja. Aber kann dir keinen Schaden drücken, Mist. Ja. Blöd. Aber, da der eh fast tot ist, opfer ich den. Um dann anzugreifen. Dann kannst du mir Schaden drücken. Richtig. Du weißt ja, Opfer müssen gebracht werden. Ja. Nee. Andere Karte. Die hier nämlich. Okay, oh, das ist natürlich jetzt nicht gut. Ich hab so viele Karten auf der Hand jetzt. Nicht nur auf der Hand. So. Ein Monster ging mir ganz schön auf den Sack, ne? Jo, was machen wir denn da jetzt? Das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Autsch. Ja, jetzt räume ich ein bisschen auf erstmal. Gib mir ein bisschen Leben zurück. Ah, Leben ist immer gut. Und möchte gerne noch eine Karte ziehen. Das wäre jetzt noch lange nicht vorbei. Nee, es könnte noch ein bisschen dauern. Mach ich erstmal den hier. Ah, okay. Ja. Toll, ich dachte, ich hätte noch einen Mana-Kristall, aber dann eben auch nicht. So. Es bleibt spannend, Freunde. Das Ende ist noch lange nicht in Sicht. Aber vielleicht doch, wenn er jetzt die richtigen Karten zieht, dann... Was er leider nicht hat. Du kannst sagen, könnte es eng für mich werden, aber... Zerstör mal die Waffe, die ich nicht habe. So. Mehr kann ich ja leider nicht machen. Sehr schade, weil ich noch zwei Mana-Kristalle habe. Oh, das ist wirklich schade. Ich kann jetzt, glaube ich, ganz gut Lager machen. Ich lass die Runde. Ja, okay, jetzt sieht schlecht für mich aus. Eins, okay. Oh. Ah, da hast du gerade Glück gerufen, was richtig stark ist dabei. Ach komm. So, sind wir wieder gleich auf. Es bleibt. Oh je, 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 je. Die geballte Ladung Action. Gut, aber viel machen kann ich leider gerade nicht. Das ist natürlich schlecht. Außer mit zwei Schaden reinzudrücken. Ja, und nochmal zwei Schaden reinzudrücken. Im nächsten Zug wäre ich dann quasi tot. Und dann... Ja, irgendwie...
Das ist eine super Idee. Versuchen, alles kaputt zu machen, was du hier irgendwie hast. Wird bestimmt ganz gut funktionieren. Was da dann jetzt nicht gereicht hat, und ich denke, jetzt wirst du nächste Runde auch einen Schlussstrich ziehen. Ich habe so eine gute Idee. Mal erstmal das hier. Das hier? Sie werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Das hier. Ja! Ganz knapp war's, ganz, ganz knapp. Und wir sehen, der Mensch ist besser als der Computer. Ist doch auch schön zu wissen. Ja, das auf jeden Fall. Ach, da werde ich mich geschlagen geben müssen. Und ich bin der gefeierte Sieger. Ich blende jetzt noch so einen Applaus ein, wahrscheinlich. Aber bestimmt nicht. Genau, jetzt. Ja. Gut, also sehen wir uns beim nächsten Mal. Wir können ja schon mal sagen, dass wir noch was geplant haben. Genau, es geht weiter mit uns beiden und ich denke, in den nächsten Tagen wird es dann auch kommen. Genau. Und wir sehen uns, Leute. Bis dann. Genau, bis dann. So.